Du hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Wolfgang. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Wahrheitsgehalt selbst. Das Erwachen im Informationszeitalter. Der neuntdimensionale arcturianische Rat durch Daniel Scranton am 12. Januar 2020. Übersetzt von Wolfgang. Seid gegrüßt, wir sind der arcturianische Rat. Wir freuen uns, mit euch allen in Kontakt zu treten. Wir sind sehr zufrieden mit den Fortschritten, die wir bei der Menschheit gesehen haben, wenn ihr in diese Zeit des größeren Wissens auf eure Welt kommt. Oft hilft es nicht, mehr Informationen zu haben, weil es ein Ablenkungsmanöver ist. Etwas zu wissen kann euch dazu bringen, euch auf eure Gedanken zu konzentrieren, anstatt auf eure Gefühle. Und so ist in dieser Zeit des Informationszeitalters die Zahl der Menschen, die aufwachen, besonders ermutigend. Wir sehen genug Menschen, die ihr Telefon weglegen und sich lange genug von ihren Computern und Tablets entfernen, um eine wirklich spirituelle Erfahrung zu machen. Sicherlich gibt es spirituelle Erfahrungen, die man machen kann, während man online ist, aber wenn man sich wirklich mit sich selbst und seinen Emotionen verbinden möchte, ist es wichtiger für euch, rauszugehen und euer Leben zu leben. Interagiert mit anderen Menschen von Angesicht zu Angesicht. Verbindet euch mit dem Tierreich. Verbindet euch mit den Bäumen und Mutter Natur. Entgiftet so oft ihr könnt von euren Geräten, damit ihr wirklich wisst, wie ihr euch fühlt. Nehmt eure Gedanken wahr, wenn ihr einschlaft und was sie euch offenbaren. Denkt ihr über etwas nach, das tatsächlich in eurem Leben passiert ist? Oder denkt ihr über etwas nach, das ihr online gelesen oder gesehen habt? Auch hier werden wir sagen, dass es wichtig ist, über das Internet verbunden zu sein. Es ist ein wichtiger Schritt für die Menschheit, aber euer Leben muss ausgeglichen sein. Ihr wollt euch Zeit nehmen, um im wirklichen Leben, in der realen Welt mit anderen Menschen zusammen zu sein. Und wenn ihr mit anderen Menschen zusammenkommt, seid diejenigen, die vorschlagen, dass jeder sein Telefon ausschaltet, damit ihr miteinander präsent sein könnt, damit ihr merkt, wenn jemand anderes etwas Mitgefühl braucht. Es ist Zeit, dass die Menschheit in diesem Erwachensprozess aufsteigt und diejenigen von euch, die diese Übertragung empfangen, empfangen sie ironischerweise auf einem dieser Geräte, über das wir sprechen. Aber ihr alle habt genug Verstand, um zu wissen, dass alles einem Zweck dient. Und dieser Zweck kann positiv sein. Und ihr wisst auch, dass das Gleichgewicht der Energien wichtig ist. Und ihr müsst die Menge an Energie, die ihr im Internet aufwendet, mit der Menge an Energie ausgleichen, die ihr aufwendet, um herauszukommen und euren physischen Körper zu bewegen und euch mit anderen Lebewesen im Fleisch zu verbinden. Ihr seid da, um die Menschheit in das goldene Zeitalter des Aufstiegs zu führen. Und der mächtigste und effektivste Weg, das zu tun, ist, tatsächlich für eure Mitmenschen da zu sein, sie zu trösten, eure Geschichten zu teilen und einfach nur präsent zu sein, während sie fühlen, was sie fühlen müssen. In diesem digitalen Zeitalter, diesem Informationszeitalter, gibt es die Notwendigkeit, für so viele Menschen wie möglich zu verstehen, dass dies wirklich das Zeitalter des Erwachens ist und dass der beste Weg, euer Erwachen zu erfahren, durch eine echte und wahre Verbindung mit allen Lebewesen ist. Wir freuen uns zu sehen, dass es genug von euch gibt, die dies erkennen, um den Rest der Menschheit zu führen und eure Mitmenschen zu ermutigen, mit euch auf einen Spaziergang zu gehen, mit euch in die Natur zu gehen oder einfach nur bei euch zu sitzen, während keinerlei elektronische Geräte eingeschaltet sind.
Dies ist einer der vielen Wege, auf denen ihr die Menschheit in die fünfte Dimension führen werdet. Wir sind der Arcturianische Rat und wir haben es genossen, uns mit euch zu verbinden. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für deinen Energieausgleich.